Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um den Essence-Adventskalender. Ich freue mich so sehr, die Adventskalenderzeit fängt wieder an und es ist einfach eine schöne Zeit. Ich finde es immer mega spannend zu schauen, was haben sich die Firmen ausgedacht, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, obwohl gar nicht mehr so viel. Doch, doch. Wir haben noch den Oktober, den November und den halben September, um uns Adventskalender zu besorgen. Aber wenn wir nicht schnell genug sind, sind die besten halt schon weg. Und deshalb dachte ich, komm, ich schlag gleich zu. Ich bin nach dem Urlaub. Der erste Schritt war zum DM und Adventskalender für euch zu suchen. Ich habe auch ein paar mit und wir schauen jetzt mal in den von Essence rein. Hier müsste noch der Preis draufstehen, genau. 28,95 kostet er dieses Jahr. Und ich bin einfach nur mega gespannt, was sie sich ausgesucht haben, um uns, wie gesagt, auf die Weihnachtszeit vorzubereiten. Natürlich habe ich jetzt nichts zum Öffnen. Das ist ja irgendwie immer mein Glück hier. Und die sind immer so gut eingeschweißt. Ja, wie machen wir das jetzt? Doch, ich habe es hinbekommen mit den Nägeln. Jetzt gucken wir einfach rein, was da drin ist. Und wenn es dich interessiert, bleib super gerne dran. Essence macht wirklich eigentlich schöne Adventskalender und wir gucken jetzt mal rein. Das ist so ein Prinzip. Also, du hast vier verschiedene Seiten, wo du Produkte drin hast. Okay, wir fangen mal klassisch an und suchen die eins. Das wird jetzt gar nicht so einfach hier. Ich lege ihn vor mich hin, weil sonst suche ich mich hier zu blöde. Und wir fangen mit der eins an. Ein sehr kleines Türchen. Und in der 1. Oh. Oh, ich freue mich. Die Adventskalenderzeit kommt. Das ist wirklich immer eine schöne Zeit. Ich weiß es. Ich mag das. Das ist vielleicht auch so, als Kind hat man sich immer so auf die Adventskalender gefreut und es bleibt vielleicht so irgendwie drin. Habe ich natürlich von Essence hier ein Produkt. Ich denke, es ist ein Eyeshadow. Und zwar habe ich ein Eyeshadow and Brow Highlighter. Oh, sehr schön. In so schönen Weihnachtsdesign, das ist ja bei Essence auch immer das Schöne. Die Produkte gibt es dann nur im Kalender in diesem Weihnachtsdesign. Ja, das ist so ein bisschen in Champagner gehende, aber ganz dezente Highlighter. Das finde ich aber sehr cool. Ein schönes erstes Produkt. Ich gucke, dass ich dir die Preise einzeln natürlich auch ausrechne. Das ist gar nicht so einfach. Also, wenn es die Produkte gar nicht anders gibt, dann tue ich halt immer gucken, dass ich ein ähnliches Produkt finde und auf die Grammzahl runterrechne und und. Aber ich gucke, dass ich das alles herausfinde und dir die Einzelpreise ausrechne. So, ah, okay, hier ist gar nichts drauf. Das ist nur Muster. Ich dachte jetzt, ich suche mich hier wirklich sonst zu Tode. Hier, die 2. Die 2 ist ein bisschen größer. Was haben wir da drin? Die gehen wieder schlecht auf. Bin nicht so davon. Ein, oh, Xmas Dinner. Ah, da steht noch was drauf. The perfect occasion to show my new lipstick. Zum Xmas Diner, zum Weihnachtsessen. Okay. Oh, der hat hier so wieder ein richtig hübsches Design. Und der sieht auch von der Farbe echt nicht schlecht aus. Das ist ein richtiges Rosa. Ein richtiges knalliges Rosa. Oh, das ist sogar eher eine Farbe für meine Mutter. Ich glaube, der geht auch meine Mama. Das ist mir vielleicht ein Tick zu knallig. Das geht echt schon ins Pinke, ins ziemlich Pinke. Und solche Farben mag meine Mutter. Also ich glaube, der wandert weiter. Aber wirklich auch ein schönes Produkt. Türchen Nummer 3 ist auf der letzten Seite. Und es ist auch wieder kleiner. Es hat so Lippenstiftgröße. Ja, okay. Da haben wir einen Nagellack. Ich benutze ja Neonails, deshalb sind diese Nagellacke eher nicht so was für mich. Aber kein Problem, der wandert weiter. Ein schöner, wirklich hellrosaner Ton. Hier steht jetzt Soulmates, people that coincidentally wear the same nail polish color. Okay. Sind wir dann seelenverwandt oder wenn wir die gleiche Nagellackfarbe tragen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Türchen Nummer 4, das ist was Größeres. Und okay.
Ein Xmas Eyeshadow Brush. Okay, wir haben hier ein Lidschattenpinsel. Und zwar habe ich einen kleinen, denke ich mal. Ja, einen kleinen. Ach Gott, ist das süß. Guck dir das Design an. Ach Gott, ist der hübsch. Im Weihnachtsdesign einen kleinen Lidschattenpinsel. Ach Gott, und so kleine Schneeflöckchen drauf. Ach Gott, ist der süß. Oh Mann, das ist echt richtig toll. Finde ich richtig schönes Türchen. Iconic. Oder? Ironic? Kann man nicht so richtig lesen. Da steht jetzt, me telling everyone that I have enough eyebrushes. Ja, ich sage jedem, dass ich genug eyebrushes habe. Ja, aber irgendwie hat man trotzdem nicht genug. Weil dann sind sie immer beim Waschen oder sonst wo. Cool. Türchen Nummer 5 ist auch auf der gleichen Seite. Okay, was ist das? Ah, okay. Ich hoffe, es fixiert. Das ist bei Weiß halt immer ganz schwierig. Habe ich hier ein Brow Fixing Gel, ein Augenbrauengel. Super, kann man auch sehr gut gebrauchen. Und von Essence sind wirklich schon richtig gute Augenbrauengele rausgekommen. Ich bin super gespannt, das auszuprobieren. Sehr schöne Produkte bis jetzt. Nikolaus. Nikolaus hat eine viereckige Form. Ich bin gespannt, was kriegen wir an Nikolaus. Aha. Wieder natürlich im schönen Weihnachtsdesign ein Puder. Und zwar habe ich von Essence das Face Perfecting Powder. Ein perfektionierendes Gesichtspuder. Transparent mit feinen Schimmern für strahlenden Glow. Oh, mit Schimmer? Oh ja. Oh, das glitzert. Ich weiß nicht, ob man es sieht, neben dem Lippenstift, der ist glitzert. Also ein Setting Powder mit wirklich Glitzer. Bin ich gespannt, habe das noch nicht ausprobiert, sowas. Habe Angst, dass ich immer zu arg glitzer, aber freue ich mich. Wird ausgetestet. Cooles Nikolaus. Türchen Nummer 7 haben wir. Ja, okay. Cute. Me at my manicure when I'm trying on my favorite nail stickers. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Wir waren stehen geblieben bei Nummer 7 und ich glaube, die Kamera war einfach noch vom Urlaub und so etwas vorne verdreckt oder wie soll ich das sagen? Vielleicht auch Creme oder was auch immer, weil mich hat das nicht fokussieren aufgeregt. Ich habe jetzt das Objektiv nochmal gesäubert und wie gesagt, wir waren stehen geblieben bei Türchen Nummer 7, Nagelsticker. Ja. Nagelsticker brauche ich halt nicht so oft, aber sind immer bei Essence im Kalender dabei. Türchen Nummer 8. Okay, was sehr lang ist. Habe ich. Ja, geht nicht so gut auf. Das mag ich nicht bei dem Kalender. Ich will mich da nicht zu arg bemühen müssen, was rauszubekommen oder aufzubekommen. Wenigstens habe ich die Nägel, dass ich gut greifen kann. Und das ist jetzt das Produkt, was die Türchen Nummer 8 ist. Oh ja, es fokussiert wieder besser. War es wirklich ein bisschen wahrscheinlich verdreckt, habe ich einen transparenten Lip Liner. Hä? Okay. pH oder was? Nö. Okay. Spannend. Einen transparenten Lip Liner. Definiert die Lippen, verhindert das Auslaufen von Farbe. Muss ich mal austesten. Ich habe noch nie in meinem Leben einen transparenten Lip Liner gehabt. Hört sich richtig spannend an. Cooles Produkt. Und da steht drauf: A good reason to get my lips in shape. Okay. Wir lesen jetzt nicht alles vor, weil, wenn du den Kalender hast, willst du dich vielleicht auch noch für irgendwas wenigstens überraschen lassen. Und ich zeige dir ja schon nicht, wo die Türchen sind, dass du auch ein bisschen selber suchen kannst. Aber man will vielleicht auch gucken, was man sich natürlich kauft. Türchen Nummer 9, ne, ist ein Lipgloss. Das sind diese von Essence, diese, wie heißt das, zum Rausquetschen, genau. Riecht der nach irgendwas Spezielles? Oh ja, der riecht, oh, richtig süß. Caring Shimmer Lip Gloss. Der riecht irgendwie nach Weihnachten. Aber auch ein bisschen komisch. Habe ich hier einen pflegenden, schimmernden Lipgloss mit Rizinusöl und Pfirsichkernöl. Das Pfirsichkernöl ist das, was wahrscheinlich so komisch riecht. Aber auch nicht schlecht. Auch schön. Weiter geht's mit Türchen Nummer 10. Und
wenn ich es rauskriege. Türchen Nummer 10 sind so Perlen. Oh, die wollen jetzt nicht fokussiert haben. Das wird jetzt schwer für die Kamera. Jetzt, das sind so Perlen, die kannst du dir wirklich dann in den inneren Innercorner oder so machen. Oder fürs Festival oder so sind solche Perlen immer richtig geschickt. Freue ich mich drüber. Ich benutze gerne mal Perlen tatsächlich. Manchmal mache ich auch so ganz, ganz kleine an die Augen. Meine Kollegen checken, die sagen so irgendwas, irgendwas ist mit deinen Augen. Und dann sage ich, ja. Das fällt halt nicht so arg auf. Und die sind jetzt für Face und Nägel. Also fürs Gesicht und den Nägel finde ich richtig cool. Schön. Hätte ich gar nicht damit gerechnet. Wir nähern uns der Halbzeit, aber eins habe ich noch vor der Halbzeit. Das ist die Nummer 11 natürlich. Und wir haben wieder was, was aussieht wie ein Pinsel. Und zwar ein, ich glaube, Eyebrush Brow. Ein, ja, Xmas Brush, nee, and Lash, Spoolie Brush. Ah doch. Also eher so einen, den ich für die Augenbrauen benutzen würde. Wieder in diesem zuckersüßen Design. Ich finde das dieses Jahr wirklich richtig süß. Finde ich auch sehr schön. Ich finde das Design so süß. Oh, super. Weiß nicht, finde ich cool. Und wir kommen zur Halbzeit. Jetzt muss ich die richtig zumachen, sonst kann ich hier nicht mehr umdrehen. Und was ist denn die Halbzeit? Nummer 12. Nee, ich krieg's doch. Oh, okay. Die Halbzeit ist ein Nagellack. Aber wie interessant ist ein schwarzer Nagellack bitte in einem Adventskalender? Nee, es ist dunkelrot. Ich dachte schon. Aber es geht echt ins Schwarze. So ein ganz dunkles Rot. Es sieht hier echt schwarz aus. Vielleicht siehst du, dass es dunkelrot ist. Finde ich richtig cool. Eine richtig schöne Farbe und leider trage ich keinen Nagellack, aber der, wo ihn bekommt, wird sich super drüber freuen. Richtig schön. Die anderen 12 Produkte reichte hier auf. Jetzt machen wir natürlich weiter. Aber ich finde bis jetzt eigentlich echt gut. Du hast aus jeder Kategorie was dabei, so ein bisschen ein Halbzeitfazit. Ja, finde ich nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Das mag ich gar nicht. Das will ich dir jetzt kurz zeigen, wenn ich ihn dann hier verreiße. Das war, glaube ich, letztes Jahr genauso. Türchen Nummer 13 habe ich eine Maske. Da habe ich eine Holo Face Mask Caring and Moisturizing Formula. Für 15 bis 20 Minuten ein Sachet mit einer Gesichtsmaske. Kann man doch gut brauchen. Schönes Türchen. Bin ich bis jetzt, ich hatte den letzten nicht mehr, letztes Jahr nicht so positiv in Erinnerung. Nicht schlecht, aber so gut irgendwie auch nicht. Na gut, wir schauen weiter. Okay, wieder so ein Tütchen, so ein Überraschungstütchen, was aber ganz dünn ist. Wir haben Eyeliner Stencils. Ach, das sind, glaube ich, diese Schablonen, oder? Ja, Eyeliner-Schablonen, 3 Stück. Ich weiß nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Machst du die so dann drauf? Nee, so wäre zu fetten Eyeliner. Ich glaube, die machst du so drauf. Kannst du dir einen Eyeliner ziehen, aber ich war jetzt falsch rum. Cat Eye. Ach, die legst du, glaube ich, hier unten an. So. Okay, ich probiere das mal aus, ob das funktioniert. Vielleicht mache ich da ein Short oder so draus. Ich kenne mich mit solchen Schablonen, wie gesagt, gar nicht aus. Cat Eye, Extravagant Cat Eye. Das ist dann mit dieser Ecke. Oder ein Double Wing. Das finde ich ja spannend. Aber ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass das funktioniert. Ich kriege das schon gar nicht richtig da drauf. Oder muss ich das Auge zumachen wahrscheinlich? Keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere es mal in einem Short oder so aus. Ja, ist mal was zum Testen für mich jetzt, weil ich das so gar nicht kenne. Aber auch nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber wir machen weiter. Türchen Nummer 15. Das geht jetzt schwieriger raus, aber ich hab's. Ist wieder ein Stift. Und zwar ein White Kajal Eyeliner. Wieder weiß. Was haben sie denn jetzt mit weiß so durchsichtig dieses Jahr? Ja, ein weißer Kajal bzw. Eyeliner.
nicht schlecht, schön immer weiß und schwarz da zu haben, finde ich. Aber so untypische Farben finde ich irgendwie. So ein schwarzer Kajal ist so das Typische. Aber das finde ich eigentlich richtig gut, dass es mal was Untypisches ist. Finde ich auch nicht schlecht. Türchen Nummer 16. Wo bist du? Hier. Okay. Türchen Nummer 16 ist, ich weiß nicht, ist eigentlich ein Füllprodukt, würde ich sagen. Aber irgendwie finde ich auch nicht, weil das ist eine coole Haarspange. Ich mag ja Haarspangen sehr gerne und ich bin gespannt, ob die auch die Haare hält. Was habe ich da umgeschmissen? Gott sei Dank nichts, war aber knapp. Weil die ja so klein ist. Ich gucke jetzt mal rein. Es wird wahrscheinlich schwierig, alle Haare damit reinzubekommen. Aber es wird vielleicht machbar. Wir testen es gleich aus. Es ist eh sehr warm. Dann lasse ich die Haare auch zusammen für die letzte Türchen. Weil hier ist echt alles sehr Hitze. Ja, es klappt so semi-gut. Also ein paar habe ich drin, aber nicht alle. Ich muss auch schauen, ob ich da vielleicht, keine Ahnung, wie ich das am besten mache, weil die ist halt sehr klein. Vielleicht ist die auch eher für die jüngere Generation gedacht, obwohl die ja eigentlich auch so dicke bzw. so viele Haare haben, sage ich mal. Aber ja, ich kriege irgendwie nicht alle damit zusammen, weil die ja echt sehr klein ist. Aber süß finde ich sie trotzdem. Da bleiben die Haare halt offen. Schwitzen wir weiter. Gut. Türchen Nummer 17. Ich finde das ja sehr lustig. Ich öffne hier Adventskalender und durch diese Lichter und so, es ist echt sehr warm. Ohne Jacke wäre es mir aber wahrscheinlich zu kalt. Aber ich finde das irgendwie lustig. Türchen 17 ist. Aha, okay. Ein Golden Highlighter. Ein Golden Highlighter. Wir haben doch schon einen Highlighter, oder? Nee. Doch, Eyeshadow und Brow Highlighter, okay. Ein goldener Highlighter, der hat ein richtig interessantes Pressing. Das ist jetzt so richtig die Kreise reingepresst. Und wir swatchen den auch mal. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass er krass gold aussieht. Klar, er hat schon den Goldschimmer. Aber er ist gold, überragt jetzt nicht so. Aber doch hier jetzt geswatcht. Ich gucke immer auf so ein bisschen Hand und Bein. Ist er dann schon krass goldener. Aber immer noch nicht so, dass ich sage, es sieht so arg künstlich gold aus. Finde ich auch nicht schlecht. Türchen Nummer 18. Es geht langsam zum Ende. Ist. Oh, was bist denn du? Ach Gott, ein glitzerndes Herz. Das ist jetzt aber irgendwie so eine Art Füllprodukt, würde ich sagen. Es ist zwar ein glitzerndes Herz, es ist total süß, es ist halt eine Nagelfeile. Finde ich an und für sich nicht schlecht. Feilt die auch auf beiden Seiten? Nein, nur auf einer Seite. Ist aber wirklich schon irgendwie richtig goldig. Finde ich richtig hübsch. Ach Gott, zuckersüß. Schönes Produkt eigentlich. Auch wenn es ein Füllprodukt irgendwie ist. Oh, der Highlighter rollt weg. Ich hätte tatsächlich irgendwie noch mit einem Blush gerechnet. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Türchen Nummer 19. Okay, was bist du? Du bist wahrscheinlich ein Labello. Vom Optischen her. Und zwar, es ist ein Lip Balm, ein Shining, also ein glitzernder Lip Balm, der hat so Glitzerpartikel mit drin. Finde ich gar nicht schlecht, aber ja, doch, finde ich nicht schlecht. Hat keinen Geruch, keinen Streng oder so. Finde ich eigentlich ein schönes Türchen. Die letzten Türchen, Türchen Nummer 20 und wie gesagt, wir nähern uns dem Ende. Jetzt wieder das Türchen verrissen. Das mag ich halt nicht so ganz, aber ist okay. Habe ich ein X-Mas Eyeliner Brush. Und zwar wird es dann wahrscheinlich so einer, als Eyeliner wird es wahrscheinlich ein abgeschrägter sein. Ja, genau. Oh, auch wieder dieses schöne Design. Ein abgeschrägter Pinsel, wo du einen Eyeliner mitziehen kannst. Auch sehr schön. Ich glaube, wir haben auch jedes Jahr in dem Kalender Pinsel mit dabei, glaube ich. Also letztes Jahr zumindest auch. So, Türchen Nummer 21 ist, ja, wieder ein Nagellack, sorry,
Der geht aber, glaube ich, ins Schimmerige, oder? Nee, ein Nail Topcoat, ein matter Topcoat. Finde ich gar nicht schlecht, weil wenn du mal matte Nägel haben möchtest, machst du dir einfach so einen matten Topcoat drüber. Auch cool. Die ist jetzt fertig. Jetzt geht's zu 22. Türchen Nummer 22. Auch wieder was eingepackt. Also, wir haben viele so Überraschungstüten irgendwie drin, sage ich mal. Was ich ja an und für sich nicht schlecht finde. Das ist ein Glitter Eyebrow Tweezer. Ach, eine Zange, ne? Eine Tweezer ist doch eine Augenbrauenzange. Ja. Ach Gott, auch wirklich schön rosa glitzernd. Eine kleine süße Zange, auch eigentlich ein Füllprodukt. Aber ich glaube, bei dem Essence ist das, wie gesagt, immer drin. Und jetzt will ich mal testen, ob die auch gut packt. Weil ich könnte eh mal wieder meine Augenbrauen zupfen. Aber ja, die packt gut. Scheint eine gute zu sein. Super. Habe ich mir gerade ein paar Härchen rausgezupft. Und jetzt kommt das vorletzte Türchen vor Heiligabend. Und das ist sehr groß. Ich habe eine starke Vermutung, was da drin ist. War letztes Jahr, meine ich, auch drinnen. Und zwar haben wir hier Eyepatches von Essence drin. Die sind nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Die habe ich schon getestet. Ja. Und das sind ja die Herzchen, Eyepatches, genau. Aber wieder in der Weihnachtsedition. Auch sehr cool. Was ist in der 24 drin? Ich gebe mal meine Schätzung ab anhand der Größe und so. Könnte es vielleicht eine Mascara sein, weil ich finde, das fehlt uns auch noch. Aber ich weiß es nicht und wir schauen da jetzt gemeinsam mal rein. Oh, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt unter den Nagel drunter. Oh. Türchen Nummer 24 ist Heiligabend. Nein, keine Mascara. Okay, sondern Lip Oil. Okay, ein Lippenöl. Und drin steht Marry Everything Happy and Always. Ein Lippenöl in Rosa. Ich habe tatsächlich irgendwie die Mascara vermisst, aber nicht schlimm. Ja, einfach ein rosanes Lippenöl. Jetzt siehst du den Einblick des Kalenders mal hinter mir. Und ja, ich fand ihn eigentlich wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich finde den Essence-Kalender schön. Egal für wen, es ist eine schöne Mischung zum Marke kennenlernen, vielleicht auch für die Teenie-Tochter oder sonst was. Wirklich, ich finde ihn super. Kannst mir deine Meinung ja super gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich super drüber freuen. Und ich hoffe auch sehr, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder.